Dienstag ist es, ja, nicht Mittwoch, nein, Dienstag ist heute. 10.10.2023 ist Update, die News Show, und heute geht es unter anderem gibt es News aus Israel. Außerdem reden wir heute auch noch über das US-Repräsentantenhaus. Wir reden über die Zeitungsjournalistinnen und Journalisten, Redakteure kann man auch sagen, über Unity, und es geht auch um die Fußball-WM, nee, nicht WM, sondern Fußball-EM. Die übernächste nämlich, also nicht die, die in Deutschland jetzt nächstes Jahr stattfinden wird, sondern über die danach, denn es steht fest, wo sie stattfinden wird. Das alles und viel mehr jetzt hier bei Update. Und damit begrüße ich euch zur News Show heute an diesem Dienstag, nämlich ja direkt schon sofort, ne, nachdem es gestern ja einen Stream gab, heute wieder ein. Normal ist es ja immer montags, mittwochs und freitags und natürlich auch am Wochenende. Ist in dieser Woche, ich kann aber auch schon nochmal sagen, in nächster Woche genauso. Denn ja, es muss ein bisschen umgestellt werden, denn auch sowas wie Privatleben bzw. andere Dinge im Leben, die wichtig sind, sind natürlich dann auch im Vordergrund. Entschuldigung, das war das Getränk, was ich gerade getrunken habe. Ja, herzlich willkommen für die, die zum ersten Mal dabei sind, die News-Show natürlich. Hier gibt es die wichtigsten News ohne meine eigene Meinung. Und natürlich, wenn ihr diskutieren wollt im Chat, selbstverständlich mit den anderen, oder wenn ihr natürlich eure Meinung dazu schreiben wollt in den Chat oder auch in den Kommentaren. Denn dieses Format hier ist dann natürlich auch später so ungefähr eine Stunde nach dem Stream spätestens dann auch auf YouTube zu finden, auf youtube.com/stercho-tv. Da findet ihr entsprechend dann das Video, wenn alles stimmen sollte heute. Ja, und so weiter. Beginnen wir mit der aktuellen Lage in Israel. Auch 3 Tage nach dem Überfall der radikal-islamischen Terrormiliz Hamas hat Israel weitere Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Mehr als 200 Einrichtungen hat Israel nach eigenen Angaben oder nach Angaben der israelischen Armee auch bombardiert. Unter anderem sei auch ein Waffenlager der Palästinenserorganisation und Einrichtung der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad angegriffen worden, heißt es. Und nach Angaben der UN, der Vereinten Nationen, wurden aber auch Wohntürme der Stadt Gaza, nämlich Gaza-Stadt, und andere Wohngebäude im Gazastreifen, so auch Schulen und Räumlichkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen, nämlich getroffen, und dabei seien auch Zivilisten getötet worden, hieß es in der Mitteilung des UN-Büros für Menschenrechte. Der Gazastreifen ist ja mit etwas als 2 Millionen Einwohnern sehr dicht besiedelt. Also es ist jetzt nicht gerade, auch wenn man es auf einer Karte sieht, das sieht halt natürlich nicht geradewegs ziemlich groß aus, sondern es ist ziemlich klein. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, der hatte auch die Entscheidung Israels kritisiert, alle Lieferungen, also auch Nahrungsmittel, Wasser und auch Strom sowie Benzin in den Gazastreifen einzustellen. Es sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der zeigte sich besorgt darüber. Medizinische Güter, Nahrung, Treibstoff und andere humanitäre Hilfsgüter würden dringend benötigt, sagte er. Er rief natürlich alle Parteien auf, die Einfuhr von Hilfsgütern für die Zivilisten in den Gazastreifen weiterhin zu ermöglichen. Inzwischen ist auch ein Grenzübergang in Richtung Ägypten geschlossen worden. Eine Flucht in das Nachbarland ist also auch da nicht mehr möglich. Und eine Sicherheitsquelle in Ägypten bestätigte der Nachrichtenagentur Deutsche, also der deutschen Presseagentur, nämlich, dass die ägyptischen Behörden nämlich den Grenzübergang Rafah bis auf Weiteres geschlossen haben. Grund dafür seien aber natürlich die anhaltenden Angriffe Israels in der Nähe des Grenzüberganges, und die Situation da sei für Zivilisten zu gefährlich. Von einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen, die Grenzorte dort, die dort nämlich am Rande des Palästinensergebietes sind, hat Israel fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner dort in der Grenzregion in sichere Gebiete bringen können, heißt es. Und weiter hieß es auch vom israelischen Militärsprecher Daniel Hagari: Es gibt einige Menschen, die bleiben wollten oder die in den Orten gebraucht werden, sagte er. Und zudem wurden dann auch die
Menschen in Israel vom Militär auch angewiesen, ausreichend Nahrung, sich mit Nahrung, Wasser und auch natürlich mit Medikamenten sich einzudecken. Die Grenze zum Gazastreifen, sie sei auch wieder gesichert, heißt es. Er sprach von einer eisernen Mauer mit Schutz durch Panzer und Luftwaffe. Und jeder Palästinenser, so sagt, hieß es weiter, der sich der Sperranlage mit Israel nähere, werde erschossen. Und unter anderem sagte Hagari auch, der Zeitung The Times of Israel, am vergangenen Tag kam kein einziger Terrorist über den Zaun hinein. Kampftechnikertruppen arbeiten daran, die Gebiete in der Nähe der Löcher der Zaun ja jetzt auch zu verminen. Heißt also, wer darüber will, ja, nicht auf die Mine treten. Gestern hatte ja das Militär am Montag ja schon mitgeteilt, dass in der von Hamas angegriffenen Orten im Süden, dass man da ja wieder die Kontrolle hat. Und es wird ja auch vermutet, dass es ja noch eine geringere Anzahl an Hamas-Terroristen ja noch sich auf israelischem Boden befinden. Die islamistische Militante Hamas hatte ja den Zaun am Wochenende durchbrochen und war unter anderem so ja durch Israel ja gedrungen. Zuletzt mehrten sich auch Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. So ordnete man ja die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und 6 bis 12 Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee ja jetzt ja 300.000 Reservisten mobilisiert. Wie schaut es mit den Opfern aus? Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums, das sind im Übrigen Zahlen vom frühen Abend, sind bisher etwa 900 Israelis getötet worden, darunter mindestens 123 Soldaten. Mehr als 2600 sind verletzt worden. Bisher seien 50 Familien persönlich informiert worden, dass ihre Angehörigen in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Und nach offiziellen israelischen Angaben geht man aber von mindestens 100 Entführten aus. Es sollen auch Deutsche dabei sein. Die entführt wurden, das berichten einzelne Medien. Bei den massiven israelischen Gegenangriffen, um natürlich auch auf die andere Seite zu gucken, wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 687 Menschen getötet und mehr als 3.800 verletzt. Und zudem hat auch ein Sprecher der israelischen Armee bestätigt, dass in Israel sich die Leichen von rund 1.500 Hamas-Terroristen sich befinden. Derweil wies auch das Staatsoberhaupt des Irans, der Ayatollah Ali Khamenei, nämlich eine Verstrickung mit diesem Angriff der Hamas vom Wochenende zurück. Unterstützer des zionistischen Regimes hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte er während einer Rede heute in Teheran. Und sie machen einen Fehler, sagte Khamenei auch noch. Natürlich verteidigen wir Palästina, natürlich verteidigen wir die Kämpfe, so der 84-Jährige. Man sei stolz auf diejenigen, die die Angriffe geplant hätten, sagte er. Und natürlich, so Khamenei weiter, ist die gesamte islamische Welt verpflichtet, die Palästinenser zu unterstützen und wird sie mit Gottes Erlaubnis unterstützen, aber das ist das Werk der Palästinenser selbst. Also der Iran redet sich raus. Es gibt ja Gerüchte darüber, dass der Iran da entsprechend irgendwie geholfen hat. Und Khamenei, der ist ja einer der mächtigsten Männer im Iran. Es ist ja seine erste Fernsehansprache seit dem Angriff der Hamas auf Israel vom vergangenen Wochenende. Und Teheran selbst und der Iran natürlich gilt auch als wohl der größten Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation Hamas. In der vergangenen Nacht hatte die Bundesregierung eine Mitteilung veröffentlicht, wo nämlich Deutschland, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Italien, Israel gemeinsam ihre Solidarität versichern. So hieß es nämlich auch, dass zusammen würden unsere unerschütterliche, unvereinte Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und die Hamas und ihre schrecklichen Terrorakte unmissverständlich verurteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich ebenfalls auf X, ehemals ja Twitter, und schrieb dort: Unsere fünf Länder werden sicherstellen, dass Israel sich und seine Bürger gegen die abscheulichen Angriffe verteidigen kann. Ja, und bezüglich natürlich weiteren Meldungen, die bisher jetzt passiert sind, so hat nämlich der Vorsitzende der konservativ-islamischen Rahmenpartei in Israel, Mansour Abbas, nämlich die militanten Palästinenser im Gazastreifen auch aufgefordert, die Geiseln, die Israelis, die sie verschleppt haben, freizulassen. Er schrieb auf X: Islamische Werte gebieten uns, keine Frauen, Kinder und alte Menschen einzusperren. Und die Freilassung der Gefangenen sei ein humaner Schritt und werde
sofort gefordert. Und die arabische Rahmenpartei war ja Teil der vorherigen Regierung Israels unter Naftali Bennett als Ministerpräsidenten. Abbas Entschluss, der Koalition beizutreten, wurde damals als Schritt zu mehr Integration der arabischen Minderheit eingestuft, die rund 20% der israelischen Bevölkerung ja auch noch ausmacht. Und wegen den Konfrontationen israelischer Sicherheitskräfte mit den Palästinensern auf dem Tempelberg hatte ja die Partei ja ihre Koalition ja dann später ausgesetzt. Das Acht-Parteien-Bündnis ist ja dann wegen die ideologischer Differenzen ja dann auch zusammengebrochen. In Deutschland gab es auch wieder Palästina-Demos, so vor allem auch wieder in Berlin-Neukölln. Da musste die Berliner Polizei auch wieder nämlich ranrücken, beziehungsweise nicht ranrücken, Gott sei Dank, ich habe es falsch gelesen. Und zwar nämlich hat die Berliner Polizei eine für morgen, für Mittwoch angekündigte Demo, angekündigte palästinensische Unterstützungsdemo verbieten lassen. Auch eine geplante Kundgebung zur Solidarität mit Palästina am Pariser Platz sowie etwaige Ersatzveranstaltungen sind ebenfalls untersagt worden, teilte die Berliner Polizei auf X mit. Zuvor hatte die Morgenpost, die Berliner Morgenpost, die Zeitung darüber berichtet. 4 Tage nach dem Angriff der Hamas sollte es am morgigen Mittwochnachmittag eine Demo in Solidarität mit Palästina mit rund 250 angekündigten Teilnehmern geben. Eine Durchführung der Demonstration stelle aber, so heißt es, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da hieß es von der Polizei zur Begründung. Und weiter hieß es auch, unsere Versammlungsbehörde nimmt in der Begründung sowohl Bezug auf die aktuelle Lage in Nahost und Straftaten bei vergleichbaren Versammlungen in der Vergangenheit als auch in den Ereignissen am letzten Wochenende in Berlin, hieß es weiter. Ja, außerdem wurden, und das ist eine Meldung, die vor einer Dreiviertelstunde nämlich rausgekommen ist, wurden in Kibbuz Kfar Azar nämlich zahlreiche Leichen gefunden. Israelische Soldaten haben dort nämlich im Süden Israels Leichen von israelischen Bewohnern und Hamas-Kämpfern vorgefunden. Die Streitkräfte, die dort waren, führten ausländischen Pressevertreter durch den Ort, der zu am stärksten betroffenen Gebieten nämlich gehörte, als ja die militanten Hamas-Kämpfer am Dienstag von dort aus angegriffen haben am vergangenen Wochenende. Der israelische Generalmajor Itai Veruf, der sagte, man sieht Babys, die Mütter, die Väter in ihren Schlafzimmern, in ihren Schutzräumen. Es ist kein Krieg, es ist kein Schlachtfeld, es ist ein Massaker, es ist eine Terroraktion. Und vor einem der kleinen Häusern des Kibbutz wurde der Beobachtung eines Reuters-Korrespondenten zufolge die Leiche eines Bewohners mit einem lila Laken bedeckt, aus dem ein nackter Fuß herausragt, ein Kopfkissen und andere Gegenstände aus dem Haus liegen demnach auch verstreut in der Gegend. Andernorts die Leichen der Bewaffneten mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Die Luft sei geschwägert von Geruch der Leichen, heißt es. Also es riecht vor allem nach Leichen. Und ein zerstörtes Tor am Rande des Kibbutz zeige, wo die Bewaffneten eingedrungen sind. Und es hieß natürlich, das ist etwas, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Das ist etwas, das für uns von unseren Großvätern und Großmüttern bei den Pogromen in Europa und anderswo vorgestellt haben. Das ist nichts, was in der neuen Geschichte passiert, so Veruf weiter. Ein Soldat rufte den Angaben zu folgen, erzählt der Welt, was hier geschehen ist. Ja, derweil sind die Toten, wie gesagt, die Daten der Toten, die ich ja hatte, die sind vom frühen Abend gewesen. Vor einer guten Stunde sind diese Zahlen auch nochmal erneuert worden, wegen den israelischen Luftangriffen, vor allem nämlich im Gazastreifen, ist dort nämlich die Todesanzahl auf 830 inzwischen angestiegen. Und gerade ist eine neue Meldung noch dazu gekommen, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Deutsche, die auf Ausreise aus Israel warten, um Verständnis gebeten. Sie sagte heute Abend im ZDF, wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht und über eine Krisenhotline würden Flugverbindungen vermittelt. Sie sagte auch weiter, dass sie verstehe, dass es eine furchtbare Situation ist, wenn sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen sie priorisieren. Und vorher hatte es aus dem Außenministerium geheißen, das Krisenreaktionszentrum sei unter Hochdruck mit den Fluggesellschaften im Kontakt, um natürlich die Flugkapazitäten entsprechend zu erweitern. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz, der sagte, die Bundesregierung müsse es möglich
möglich machen, dass die deutschen Staatsangehörigen, die das Land verlassen wollen, zum Beispiel Schulklassen, Jugendgruppen und andere, die noch in Israel sind, jetzt auch nach Deutschland zurückfliegen. Der Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, forderte, wenn ein Rückflug mit Linienmaschinen nicht möglich sei, müsse die Bundesregierung dafür Regierungsmaschinen zur Verfügung stellen. Frankreich hat unterdessen auch angekündigt, seine Staatsbürger am kommenden Donnerstag mit einem Sonderflug aus Israel zurückzuholen, heißt es. Jetzt habe ich den Text verloren. Da ist es, Air France werde den entsprechenden Flug durchführen, kündigte die französische Außenministerin Catherine Colonna an. Laut der Politikerin seien 8 Franzosen bei dem Hamas-Angriff ums Leben gekommen. 20 französische Staatsbürger seien vermisst worden, heißt es. Und gerade ist die Meldung reingekommen, dass das ist eine Breaking News. Das ist eine Breaking News geradewegs, die gerade reingekommen ist. Es wird kein Zahlungsstopp für Palästinenser nämlich geben, heißt es. Die überwältigende Mehrheit der EU-Staaten lehnt nämlich eine von EU-Chefdiplom, also vom EU-Außenminister, also vom Außen von Josep Borrell, nämlich ein vorläufiges Einfrieren von Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde ab. Es gebe lediglich 2 oder 3 Länder, die dies anders sehen, erklärte Borrell heute Abend nach informellen Beratungen der EU-Außenminister, heißt es vom Spiegel. Und es soll demnach nur eine Überprüfung und kein vorläufiges Aussetzen von Zahlungen geben. Gestern habe ich auch oder wurde auch hier bei Dercho TV darüber berichtet. Der entsprechende Artikel ist korrigiert worden. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Weitere Meldungen, die es jetzt auch natürlich noch gibt zur aktuellen Situation in Israel, da kommen wir jetzt gerne noch auch noch mal dazu, sind nämlich, dass Dänemark unter anderem seine Hilfen zumindest nach Angaben des Außenministeriums in Kopenhagen nun für die Palästinenser aussetzen werde. Der nördliche Nachbar der Bundesrepublik will währenddessen eine Überprüfung einleiten, um sicherzustellen, dass keine finanzielle Hilfe aus Dänemark missbraucht wird, um indirekt Terrororganisationen wie jetzt halt auch die Hamas zu unterstützen, die Israel angreifen, heißt es natürlich. Dann haben neben natürlich einzelnen Politikern natürlich die Ampelfraktion, also sprich SPD, Grün und FDP und natürlich auch die CDU-CSU, die Terrorangriffe der Hamas gemeinsam verurteilt und zwar nicht aufs Schärfste. In einem Antrag, den das ZDF nämlich vorlegt, haben SPD, CDU-CSU, Grün und FDP nämlich drinstehen, willkürliche Hinrichtungen und Verschleppungen unschuldiger Menschen ist nichts durch nichts zu rechtfertigen. Und dabei handelt es sich natürlich um die Kriegsverbrechen hin bis zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen alle Angriffe zu wehren und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich korrigiere auch nochmal, wie gesagt, die Meldungen der Todeszahlen aus Israel. Die sind nämlich dort jetzt auf über 1.000 gestiegen. In Israel bleiben auch noch die Schulen weiterhin geschlossen. Das berichteten am Dienstag die israelischen Medien unter Berufung auf die Armee. Geschäfte in vielen Landesteilen dürften demnach nur dann öffnen, wenn sie nämlich einen einfachen Zugang zu Luftschutzbunkern haben. Zudem seien von den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gefährdete Gebiete Zusammenkünfte im Freien bis auf 10 Personen, in Innenräumen auf 50 beschränkt worden. In nahen Orten der libanesischen Grenze gelten weniger strengere Auflagen für persönliche Treffen. Alle Beschränkungen gelten zumindest bis übermorgen Abend, also bis Donnerstagabend, und könnten aber den Berichten zufolge wohl weiter verlängert werden. Das jetzt erstmal zu den bisherigen Meldungen, die es gegeben hat. Mehr wird es dann natürlich wahrscheinlich dann erst spätestens hier bei Dercho TV, natürlich auf derchotv.de geben, da weise ich auch nochmal gerne darauf hin. Sollte sich aber natürlich etwas tun. Wird es morgen Abend vielleicht, keine Ahnung wann, weil morgen bin ich eigentlich ja nicht da, aber wenn ich morgen wieder zu Hause sein sollte, werde ich natürlich probieren, morgen Abend vielleicht ein Update spezial reinzusetzen, wenn nicht spätestens am Donnerstag dann zur Morning Show. Und damit schließen wir auch das Thema Israel jetzt erstmal ab und kommen jetzt erstmal in die USA. Vor einer Woche ist nämlich was Historisches ja passiert. Vor einer Woche ist ja Kevin McCarthy
als Sprecher, als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses abgeschossen worden, quasi, also abgewählt worden. Und nun hat sich McCarthy selbst natürlich zu einer möglichen erneuten Kandidatur geäußert und hat gesagt: Ja, ich schließe es nicht aus. Ich werde tun, was immer die Abgeordneten wollen. Das sagte McCarthy gestern nämlich in einer Radio-Talkshow von Moderator Hugh Hewitt. Nämlich, und weiter sagte er: Ich denke, wir müssen stark sein. Ich denke, wir werden vereint auftreten. Letzte Woche Dienstag ist ja der 58-Jährige durch einen Antrag des Trump-Anhängers Matt Gaetz ja abgewählt worden. Neben den demokratischen Stimmen haben ja auch 8 Republikaner, die ja auch McCarthy loswerden wollten, ihn abgesetzt. Es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte der USA überhaupt passiert, dass ein Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt wurde. Es gab hin und wieder mal diese Versuche, aber es ist bisher das erste Mal, dass ein Sprecher halt abgewählt wurde. Kurz nach der Abwahl hatte McCarthy eigentlich gesagt: Gut, ich kandidiere dafür nicht nochmal. Die Republikaner hatten ja eigentlich ja jetzt geplant, interne Gespräche hinter verschlossenen Türen zu führen. Heute soll es ja eine interne Abstimmung bzw. eine Kandidatenrunde geben und morgen Vormittag soll es eine interne Abstimmung geben. Und für die Abstimmung im Repräsentantenhaus unter allen Abgeordneten gibt es aber noch gar keinen Termin. Und neben McCarthys Abwahl hatten ja letzte Woche der Parteirechte, Extremparteirechte Jim Jordan und der etwas gemäßigtere Steve Scalise ihre Kandidaturen angekündigt. Also zumindest 3, die sich natürlich wählen lassen wollen. Und natürlich ist klar, der Sprecher des Repräsentantenhauses ist das drittwichtigste Amt in den USA neben Präsident und Vizepräsident. Und es braucht natürlich entsprechend eine absolute Mehrheit, um natürlich gewählt zu werden. Wir können uns vielleicht noch Anfang des Jahres daran erinnern, als Kevin McCarthy nämlich gewählt wurde zum Sprecher, der ist nur 9 Monate im Amt gewesen, das nur so als kurze Information, und es hat 15 Wahlgänge gebraucht, um ihn natürlich dann entsprechend wieder zu wählen. Und die Republikaner haben im Repräsentantenhaus nur eine knappe Mehrheit in der Kammer, sodass halt wirklich eine Handvoll Abweichler eigentlich reicht, um natürlich dann entsprechend eine Kandidatur zu blockieren. Wird entsprechend spannend sein, was da passieren wird in Washington. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten, bei Updates selbstverständlich und natürlich auch auf derchotv.de. Und gleich geht es zu den Zeitungsredakteurinnen und Redakteuren. Die kriegen ja seit diesem Monat mehr Geld, aber es stand noch nicht fest, wie die Inflationsausgleichsprämie aussah. Die wird ja nicht auf einen Schlag bezahlt, sondern kommt zu dem neuen Lohn noch dazu. Wie viel das sind und wie sich darauf natürlich der BDZV und der Deutsche Journalistenverband sich geeinigt haben, gibt es gleich. Außerdem geht es auch noch um Unity, die Unity-Engine machen. Es gibt einen Wechsel an der Spitze, beziehungsweise erstmal einen Rücktritt. Wer sein Nachfolger wird von John Ricciello, das steht noch nicht fest, aber der bisherige Chef nimmt nach 10 Jahren seinen Hut. Außerdem noch Sport, wo feststeht, wer die Fußball-EM im Jahr 2028 austragen wird. Jetzt erstmal Kurznachrichten, das gibt's jetzt hier. Update kompakt, bitteschön. Russland stellt mit dem geplanten Ausstieg aus einem internationalen Sicherheitsvertrag die Weichen für eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests. Innerhalb einer Woche soll ein Mechanismus festgelegt werden, um Russlands Ratifizierung des globalen Vertrags über den Stopp von Nukleartests zurückzuziehen. Das teilte der parlamentarische Abgeordnete Abdil Shagoshoshe der Nachrichtenagentur Interfax mit. Durch den Ausstieg wären künftig dann auch wieder Atomwaffentests möglich. Die Arbeitslosigkeit steigt einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge im nächsten Jahr in Westdeutschland stärker als im Osten. Für Westdeutschland geht das IAB von einem Anstieg um 2,3% aus. Im Osten werde nur mit 1,6% gerechnet, teilte das Institut mit. Die größten Anstiege werde es in Bayern und Hamburg mit jeweils 4,3% geben. Dagegen werde die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt nur um 0,5% nach oben gehen, in Sachsen um 0,8%. Wohnungsmangel ist einer Studie zufolge das größte Infrastrukturproblem in Deutschland. Nur jeder 6. Bundesbürger, das sind 17%, bewertet die Verfügbarkeit von neuen Wohnungen und Häusern als ziemlich oder sehr gut. Das teilte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut BISPOS mit Verweis auf eine Studie mit, die in Zusammenarbeit mit der Global Infrastructure Investor Association in 31 Ländern entstand. Lediglich in Irland mit 16% werde das Wohnraumangebot noch etwas schlechter bewertet, hieß es.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IWH rechnet in den kommenden Monaten mit mehr Insolvenzen in Deutschland. So deuteten Frühindikatoren im September auf einen deutlichen Anstieg der Insolvenzzahlen im vierten Quartal hin, sagte Stefan Müller vom IWH. Die Frühindikationen des IWH basieren auf vorläufigen Gerichtsentscheidungen, die in zeitlichen Zusammenhang mit der Insolvenzanmeldung stehen. Diese zeigten im Moment den höchsten Wert seit Beginn der Berechnung im Januar 2020 an, hieß es. Bahnfahren im Fernverkehr wird im Dezember teurer. Sowohl die sogenannten Flexpreise sowie die Streckenkarten für Pendler steigen um durchschnittlich 4,9%, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Preis der Flex-Tickets werde ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember nach Kaufzeitpunkt variieren. Wer früher bucht, fährt billiger. Das sogenannte City-Ticket für den kostenlosen Nahverkehr am Abfahrts- und Zielort bei Fernreisen entfällt künftig. Auch der Preis für eine Bahncard 25 wird erhöht. Russlands U17-Fußballteams können trotz der Wiederzulassung durch die UEFA nicht an der bereits laufenden EM-Qualifikation teilnehmen. Der Punkt wurde von der Agenda genommen, da keine technische Lösung gefunden werden konnte, die es russischen Teams erlaubt zu spielen, teilte die UEFA nach der Sitzung des Exekutivkomitees mit. Das Gremium hatte Ende September beschlossen, russische Nachwuchsteams ohne Hymne und Flagge wieder an europäischen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Über 10 Verbände hatten jedoch angekündigt, nicht gegen russische Teams antreten zu wollen. Das wollen unter anderem die Ukraine nämlich nicht. Ja, das sind die Kurznachrichten gewesen von heute. Im Übrigen, bei solchen Sachen habe ich öfters mal Angst, um es nicht zu bemerken, Exekutionskomitee zu sagen. Aber das ist Gott sei Dank mir nicht passiert. Das waren die Meldungen natürlich mehr auf derchotv.de. Unter anderem natürlich hatte der IWF Deutschland ja noch tiefer in der Rezession gesehen, anstatt 0,3 und 0,5% weniger. Außerdem kriegt Schalke 04 im nächsten Jahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Das wird Matthias Tillmann sein. Und die Bundesanwaltschaft hat ja ein Ermittlungsverfahren gegen die gegen Kämpfer der Hamas eingeleitet. Und außerdem plant Twitter, was ja jetzt ja X heißt, neue verschiedene Abo-Modelle. Und das könnte eventuellerweise das Ende der freien Nutzung von X nämlich sein. Was es damit auf sich hat, könnt ihr natürlich auf derchotv.de lesen. Da gibt es natürlich dann alles entsprechend mitzufinden. Und außerdem natürlich die Gameboy-Time-Ausgabe von gestern, die seit gut einer Stunde schon online ist. Ja, die Redakteurinnen und Redakteure von Tageszeitungen, die kriegen ja seit diesem Monat ja etwas mehr Geld. Das ist ja schon etwas länger bekannt. Wir kommen jetzt zu einem Medienthema. Nun hat aber der Sozialpolitische Ausschuss des BDZV, also der Gewerkschaft für die Tageszeitungen, die Ergänzung des Gehaltstarifsvertrags auch tatsächlich jetzt erstmal beschlossen. Die Einigung, die sieht ja eine Inflationsausgleichsprämie nämlich vor. Insgesamt werden nämlich ein vierstelliger Bereich bis Ende des kommenden Jahres, insgesamt nämlich bis dahin, werden es insgesamt ein vierstelliger Bereich sein, der ausgezahlt wird an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Redakteure. Und es werden monatlich 120 Euro sein. Wird also bis Ende 2024 dann selbstverständlich bei 1800 Euro sein. Darauf haben sich BDZV und der Deutsche Journalistenverband DJV sich einigen können. Die Vereinbarung, die sieht ebenfalls auch noch vor, dass arbeitnehmerähnliche freie Journalisten ebenfalls einen honorarabhängigen monatlichen Ausgleichsbetrag von ungefähr bis zu 120 Euro bekommen werden. Im Gegenzug wird dann der ursprünglich nur bis April 2024, also bis zum kommenden April, laufende Gehaltstarifvertrag auf Ende 2024 verlängert. Und der Manteltarifvertrag wird während dieser Zeit nicht gekündigt. Dass die Verhandlungsergebnisse ja das Verhandlungsergebnis generell erkenne ja die Herausforderungen auch an, denen sich ja die Branche ja in diesen wirtschaftlichen schwierigen Zeiten ja stellen muss, muss man ja auch anerkennen, erklärte der Verhandlungsführer des BDZV, Georg Wallraff. Er sagte, mit der Prämie berücksichtigen wir die aktuell erhöhten finanziellen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen für sie wie für die Zeitungsunternehmen Planungssicherheit. Und auch der Verhandlungsführer der Deutschen Journalistenverbands des DJVs, Christian Wienzeck, der sagte, angesichts der hohen Inflation ist die finanzielle Lage vieler Journalistinnen und Journalisten angespannt. Weiter sagte er, es war uns daher wichtig, gerade jetzt für eine spürbare Entlastung der Kolleginnen und Kollegen zu sorgen und nicht noch ein weiteres halbes Jahr mit bis zu den nächsten Verhandlungen zu warten.
Scharfe Kritik an der Vereinigung kommt dagegen von der DJU in der Verdi nämlich. Dort hatte man ja die Vereinbarung eher ja abgelehnt und spricht von einer tarifpolitischen Bankrotterklärung, die diese vereinbarte Inflationsausgleichsprämie, die liegt unter den gesetzlichen Möglichkeiten von 3.000 Euro jährlich und sei so kein wirklicher Ausgleich für die explodierten Preise, heißt es. Und die DJU in Verdi kritisierte auch, dass durch die Verlängerung des Gehaltstarifvertrages die DJV eines der wichtigsten Machtmittel aus der Hand gegeben hat. So hieß es auch weiter, dass recht gute Arbeitsbedingungen und angemessene Gehälter notfalls auch mit einem Arbeitskampf zu erzwingen. Ja, die DJU in der Gewerkschaft Verdi, die hätte ja einer Inflationsausgleichsprämie nur dann zugestimmt, wenn nämlich die Laufzeit des Gehaltstarifvertrages nicht verlängert worden wäre und wenn die Regelung auch nicht für Festangestellte gegolten hätte, sondern auch wirklich 1:1 für Arbeitnehmer-ähnliche freie Journalisten oder freie Mitarbeiter halt gekommen wäre. Also erkennbar war auch hier, so heißt es auch von einzelnen Medien, dass daraus aber nichts geworden ist und man habe sich dann auch aus den Verhandlungen dann entsprechend verabschiedet. Und so hieß es auch weiter, die Aufgabe tarifpolitischer Handlungsfähigkeit ist für ein Minusgeschäft zu Lasten der ZeitungsjournalistInnen und wollten wir nicht mitmachen, heißt es. Dennoch, es ist beschlossen worden und somit kriegen Journalistinnen und Journalisten jetzt entsprechend das Geld. Kommen wir zu Unity Engine. Die ist für viele Spieleentwickler, egal ob es auf der Konsole, ob es auf dem PC oder ein Handygame ist, ja ziemlich wichtig. Und als ja entsprechend das Anfang September mit einer neuen Gebühr der Unity Runtime Free auf einmal Unity in den Schlagzeilen stand, gab es sehr, sehr viel Kritik darüber, vor allem natürlich für die Spieleentwicklerinnen und Entwickler. Nun hat es heute, beziehungsweise ich glaube ja heute schon oder in den vergangenen Stunden, nun die Meldung gegeben, dass sich nach gut 10 Jahren jetzt Chef von Unity, der CEO John Riccitiello, sich von seinen Ämtern verabschiedet. Nicht nur als CEO, sondern auch unter anderem, so heißt es, als CEO, Chief Executive Officer und auch als Chairman und Mitglied des Board of Directors und auch als Präsident verabschiedet er sich. Das hat das börsennotierte Unternehmen heute bekannt gegeben. Für eine Übergangsfrist soll er aber noch beratend an Bord bleiben. Die Aufgaben als CEO wird aber dann erstmal jemand anderes übernehmen. Das wird nämlich James M. Whitehurst nämlich machen, bis dann ein richtiger Nachfolger gefunden worden ist. Ja, in der Erklärung sprach Riccitiello von einem Privileg, den Technologiekonzern mit Sitz in San Francisco wirklich eine Dekade lang geleitet zu haben. Der 65-Jährige stand nämlich seit 2014 an der Spitze des Unternehmens und das ist schon eine ganze Menge. Auch wenn man den Grund jetzt so irgendwie nicht nannte, man kann entsprechend sagen, dass es eventuellerweise wohl mit der Unity Runtime Fee eben zu tun gehabt hat, die ja Anfang September angekündigt wurde. Da hatte ja Unity ja über Nacht die Einführung jener Gebühr angekündigt, die ja zusätzlich zu dem bestehenden Abo-Modell berechnet werden sollte, und zwar nämlich pro installierten Spiel. Als das rauskam, ist natürlich ein großer Shitstorm entstanden. Viele Spieleentwickler haben ja gesagt, wenn das so geht, Wenn das wirklich so kommt, dann sind wir pleite, dann können wir das nicht machen. Andere haben wiederum angekündigt, gut, dann steigen wir auf eine andere Engine um, das Spiel kommt dann etwas später. Natürlich hat man dann entsprechend zurückgerudert, eine entschärfte Version präsentiert, trotzdem immer noch viele Fragen hinterlassen. Und seit Jahren steht Unity ja auch unter Erlösdruck und müht sich ja auch, die Kosten irgendwie im Griff zu bekommen. Mehrere Sparrunden, inklusive natürlich auch Abbau von hunderten Arbeitsplätzen, hatten das ja auch in diesem Jahr schon zur Folge. Aber dennoch, es hat nicht funktioniert. Nun rollt jetzt aber der Kopf des Chefes. Riccitiello, der zählt einer zu den bekanntesten und schillerndsten Persönlichkeiten in der Chefetage, was die US-Gaming-Industrie zumindest angeht. Zumindest auch an der Westküste der USA. Und schon von 1997 bis 2004 war er nämlich unter anderem CEO von
EA, von Electronic Arts nämlich. Nach einer Pause kehrte er dann 2007 als Nachfolger von Larry Probst als CEO zu EA zurück, ehe er dann ja im März 2013 zurückgetreten ist. Ein Jahr später kam er dann zu Unity. Jetzt das Ende einer Ära dort, heißt also, entsprechend dort wird es bald einen neuen CEO geben. Und kommen wir dann zum Sport hier bei Update und reden über die Fußball-EM. Nicht über die kommende in Deutschland, sondern über die, die danach läuft. Ja, letzte Woche, meine ich, oder die Woche davor, aber hier wurde schon thematisiert, gab es nämlich die Berichte darüber, dass es nämlich feststehen wird, wer die EM 2028 und 2032 bekommt. Also die nächsten beiden Europameisterschaften nach der Fußball-EM nächstes Jahr in Deutschland. Und die Gastgeber, die stehen fest und das UEFA-Exekutivkomitee hat das nun einfach mal auch jetzt entsprechend abgesägt. Die EM 2028, also nach der EM in Deutschland, wird in Großbritannien und Irland stattfinden, während dann das darauffolgende Turnier, so wird es nämlich ausschauen, in Türkei und Italien wohl dann stattfinden wird. Da es für beide Turniere ja nur eine gemeinsame Bewerbung mehrerer Verbände ja auch gegeben hatte, galt nun jetzt diese Vergabe auch vom Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbandes ja auch als reine Formsache. Vor allem lag das nämlich an den Türken. Sie haben sich vor allem auch für das Turnier 2028 beworben, aber auch für 2032. Und der türkische Verband hat dann natürlich gesagt, okay, 2028 ziehen wir zurück, weil nämlich auch England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland eher mehr favorisiert wurden, also sprich das Vereinigte Königreich und Irland, sprich die britischen Inseln. Und anschließend beantragten dann Italien und die Türkei gemeinsam dann bei der UEFA, sich für die EM 2032 zu bewerben. Diesem Wunsch wurde natürlich jetzt stattgegeben, da man ja bei der UEFA auch die entsprechenden Voraussetzungen anscheinend erfüllt hat, dass Länder bei gemeinsamen Bewerbungen nahe beieinander liegen müssen, als erfüllt betrachte. Nun gut, da liegt nur das Mittelmeer dazwischen, mehr eigentlich nicht. Aber wenn man so ungefähr weiß, wie weit die Türkei und wie weit Italien entfernt ist, funktioniert es nicht, wer weiß. Trotzdem bleibt eine Frage uns dann nämlich, wie schaut es mit den qualifizierten Gastgebern nämlich aus? Denn wie viele Gastgeber werden jetzt eigentlich automatisch qualifiziert? In der Vergangenheit war es ja bisher ja so, wenn eine Europameisterschaft stattgefunden hat, wenn es nicht ein Land war, wie jetzt Deutschland zum Beispiel, Deutschland, also ein Gastgeber wäre ja automatisch qualifiziert. Bei zweien ging es ja auch noch, das war jetzt ja schon zumindest dreimal nämlich der Fall, im Jahr 2000 Belgien und Holland, 2008 Österreich und die Schweiz und 2012 Polen und die Ukraine. Demnach dürften Italien und die Türkei also davon ausgehen, dass sie halt, wenn da sich an den Qualifikationsregeln nichts ändert, aber das wäre auch ein bisschen bescheuert, wenn Gastgeber nicht dabei wäre bei der eigenen Europameisterschaft, wäre schon ein bisschen bitter, aber dann würde man auch sehen, wie man spielt, aber das wäre für Deutschland sowieso jetzt auch kein Thema mehr. Nein, aber es wäre natürlich auch ein bisschen bitter für die anderen Gastgebern. Anders würde es jetzt natürlich bei der übernächsten EM nämlich angucken. Ich will immer WM sagen, aber es ist bei der übernächsten EM, denn da sind es gleich 5 Ausrichter, denn Großbritannien spielt ja nicht als ein eigener Verband. Denn die Waliser haben ihre eigenen Nationalmannschaft, die Schotten und die Engländer und die Nordiren. Heißt also die 4 und dann noch Irland. Ne? Und wie die englische Times nämlich berichtet, sei nämlich jetzt geplant, dass alle 5 Länder regulär einfach an der Qualifikation teilnehmen. Nur die Mannschaften, die es nicht auf dem regulären Weg schaffen, die 2 Gastgeber-Tickets erhalten würden, würden das dann entsprechend machen. Und unbeantwortet ist dabei aber auch die Frage, was passiert, wenn sich mehr als 2 Gastgeber nicht auf dem regulären Weg qualifizieren. Wohl auch deshalb gibt es wohl noch keine endgültige Entscheidung dabei. Und man könnte natürlich dann sagen, lasst sie doch dann alle 5 qualifizieren, dann spielen sie halt gegenseitig dann halt immer wieder oder spielen dann halt andere Länderspiele, wie es Deutschland halt aktuell jetzt macht. So zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende, am Samstag gegen die USA in den USA. Dort ist ja die deutsche Fußballnationalmannschaft gerade mit neuem Bundestrainer Julian Nagelsmann im Übrigen als Rudel gucken. Sprich, wir gucken uns das Spiel ja halt am Samstag an, hier im Livestream auf Twitch uns anzugucken. Natürlich darf ich das Spiel nicht zeigen, aber zumindest Ergebnisse kriegt ihr und die Reaktion zumindest, wenn ihr hier dabei sein wollt. Und ich glaube, 4 Tage später dann, das wird dann nächste Woche sein, spielt man dann gegen Mexiko, das irgendwie mitten in der Nacht deutscher Zeit. Das ist aber dann eher unwichtig. Soviel zu den Meldungen heute von Update hier bei Dercho TV am heutigen 10.10., ausnahmsweise am Dienstag, weil ich morgen keinen Stream plane. Außer es passiert was in Israel, dann ist es was anderes. Schauen wir aufs Wetter und blicken mal wieder auf die Warnwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes. Verzeihung.
und sehen, dass es vor allem nämlich in den nördlichen Gebieten, also vor allem nämlich Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, vor allem nämlich Wetterwarnungen für orkanartige Windböen nämlich gibt. Ich muss mal gerade ganz kurz hier mein Handy ein bisschen einspannen. So, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Nee, hat es nicht. Dankeschön. Und zwar seht ihr nämlich da, wo es gelb markiert ist, da gilt die Warnung von morgen an bis 20 Uhr. Es gibt dort also Windböen von bis zu 65 Stundenkilometern, wo es natürlich orange ist. Da wird es ein bisschen stärker sein auf bis zu 65 Stundenkilometern, da aber dann auch nur so zwischen 11 und zumindest in Schleswig-Holstein von 11 bis 17 Uhr an der niedersächsischen Ostseeküste dann natürlich bis 20 Uhr und dort können es sogar bis zu 75 Stundenkilometer sein. Wie schaut das Wetter für ganz Deutschland aus in der kommenden Nacht? Gucken wir mal rein. Da gibt es natürlich viel, nicht viel zu sehen, außer dass es ein paar Wolken gibt. Es bleibt auch trocken. Temperaturen hier so zwischen 10 bis 17 Grad. Morgen am Mittwoch im Norden gibt es Regenschauer natürlich mit dem starken Wind selbstverständlich. Sonst bleibt es im Rest des Landes sonnig und bewölkt. Temperaturen hier 19 bis 27 Grad, vor allem nämlich im Süden des Landes. Blicken wir auf die Aussichten. In den nächsten Tagen gibt es mal immer wieder Schauer, mal in der Mitte, mal im Westen, mal im Osten, mal auch im Norden immer wieder. Am Samstag dann fast im ganzen Land. Das ist halt auch ein bisschen bitter. Temperaturen gehen aber auf Freitag zumindest bis Freitag auf 30 Grad. Danach geht es wieder runter auf zwischen 17 bis 25 Grad. Also zumindest zeigt sich einmal ganz, ganz kurz der Sommer. Und das war es dann jetzt auch von Update. Es ist 9:30. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Pokémon Schwarz Edition 2. Update gibt es erst am Freitag wieder. Morgen wäre eigentlich Stream, deswegen morgen übermorgen Pause. Übermorgen natürlich nicht, denn da gibt es dann den nächsten Stream, falls wir uns gleich nicht sehen sollten. Vor allem auch den nächsten News-Stream, aber auch Gaming wird es da sein, weil am Donnerstagabend kein Stream stattfindet. Games Live wird es da geben. Wenn ihr wissen wollt, was, Ausrufezeichen, Wochenplan gern in den Chat, wie ich das jetzt zum Beispiel mache oder natürlich auf den sozialen Medien, wo ihr es finden könnt und im Discord, dann seht ihr, was es da geben wird. Hier geht es aber jetzt gleich erstmal Pokémon Schwarz 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis die Tage. Bis dahin.